Ich bin Kellnerin. Seit 3 Jahren im gleichen Lokal. Ich studiere Volksschullehramt. Längst nicht mehr in Mindeststudiendauer. Und Journalismus mache ich auch. Seit 5 Jahren mal mehr, mal weniger. Ich mache viele Dinge, die mir Spaß machen. Aber ich frage mich oft, was will ich eigentlich? 10 Jahre arbeiten wir durchschnittlich im Leben. Das heißt, wenn wir ohne Schlaf und ohne Pause am Stück durcharbeiten würden, für 10 Jahre lohnt es sich doch eigentlich, einen Traumjob zu finden. Aber gibt es den überhaupt? Und wenn ja, wie finde ich meinen? Genau das habe ich Leute auf der Straße gefragt. Also davon. Da muss man halt probieren. Ausprobieren. Ja. Also Praktikum. Da kommt man nicht drum. Was wollen Sie in Ihrem Leben haben? Welche Menschen? Welche Empfindungen? I think what makes you happy. It's not about finding the dream job. It's about following your dreams. It's not easy. It isn't like that. Das muss ja jeder selber wissen. Ich hätte gern so ein Traumleben, aber ich weiß nicht genau. So einen Job habe ich nicht. Ich treffe Lisa Kögler, die als Coach Menschen bei der Lebensplanung unterstützt. Hallo Lisa. Hi. Mal schauen, vielleicht kann sie mir ja auch helfen. Unsere Elterngeneration, die hatten noch nicht so viel Reichtum. Die waren Teil dieses Mittelstandes, der Mittelklasse. Und da ging es darum, sich was aufzubauen. Zu arbeiten, damit man dann was hat. Auch materiellen Reichtum eigentlich aufzubauen. Und jetzt in meiner Generation, also Millennials rum und auch jünger, da ist oft schon ganz viel da. Auf mich trifft das auch zu, aber bei weitem nicht auf alle jungen Leute. In Österreich gibt es weniger soziale Mobilität als in vergleichbaren Ländern. Das heißt, auch wenn wir heute als Gesellschaft einen anderen Standard haben, ist es für Kinder aus armen Familien trotzdem besonders schwer, wirtschaftlich aufzusteigen. Ich hatte Glück. Ich musste mir nie Sorgen um die Finanzierung meiner Ausbildung machen und ich könnte es mir leisten, einen sicheren Job als Kellnerin aufzugeben, nur um nach etwas zu suchen, was besser zu meinen Wünschen passt. Es wird für mich nicht dafür stehen, zu sagen, ich mache 40 Stunden einen Job, der mir überhaupt keinen Spaß macht, damit ich ein noch größeres Haus habe oder so, keine Ahnung. Das geht mir genauso. Klar will ich von meinem Gehalt leben können, aber reich werden muss ich nicht. Was bedeutet es also heute, erfolgreich zu sein? In einer Studie von 2017 haben 2/3 der Befragten angegeben, dass Glück und Gesundheit für sie die wichtigsten Zeichen sind. Nur für 1/4 der Befragten war es wichtig, berufliche Meilensteine zu erreichen. Arbeiten müssen die meisten Menschen aber trotzdem. Laut dem Berufsportal Xing waren 2021 die gefragtesten Berufe Ärztin, Schauspieler oder Softwareentwicklerin. Traumberufe, das mag sein, meiner ist da nicht dabei. Um den zu finden, hat Lisa 5 Ratschläge für mich. Was sind für mich Vorbilder? Personen in meinem Umfeld oder auch berühmte Persönlichkeiten. Wo reagiere ich mit Neid? Klingt etwas komisch, ist aber extrem hilfreich. Mehr auf Unternehmen schauen als auf Jobs, die mir gefallen, weil sie meine Werte widerspiegeln, weil sie ganz spannende Produkte haben, die ich toll finde. Hör auf dein Herz, also mach wirklich auch das, wo du sagst, da beginnt irgendwas in mir zu kribbeln oder da werde ich lebendiger. Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Also wirklich in die Praxis gehen. Fallen dir noch andere Tipps ein? Dann schreib es mir jetzt in die Kommentare. Es ist ganz schön schwierig, im Dschungel der Möglichkeiten und in all diesen Optionen auszuwählen und das Richtige für sich zu finden. Und damit darf man überfordert sein. Und das ist ganz wichtig, da darf man sich auch mal Hilfe holen. Für diese Situation gibt es verschiedene Techniken. Es gibt eine Übung, die heißt Tetralemma. Eine Übung zur Entscheidungsfindung ist das Tetralemma. Man hat 2 Optionen, also in meinem Fall 3, zwischen denen man sich entscheiden will. Und um das zu schaffen, nimmt man noch 3 weitere Möglichkeiten dazu. Das eine ist, davon ist keines von beiden. Was wäre für dich keines von beiden? Also keinen von den 3 Jobs zu machen, kann ich mir nicht vorstellen. Was wäre beides? Könntest du es irgendwie kombinieren, zusammenfassen, eben sagen, ich mache es nacheinander, ich mache es zeitgleich, ich finde einen Job, der beides vereint. Kombinieren klingt eigentlich gut. Geht das? Kellnerin und Lehrerin. Ja, passt irgendwie nicht so gut zusammen, wenn ihr mich fragt. Kellnerin und Journalistin? Das mache ich jetzt schon. Da bin ich halt Kellnerin im Nebenjob. Und Journalistin und Lehrerin. Ja, das könnte gehen für Reportagen für Kinder. Aber ich weiß nicht, ob ich mich thematisch so festlegen will. Die 5. Option ist etwas ganz anderes. Ganz was anderes? Dann habe ich ja die letzten Jahre einfach verschwendet. Es gibt so einen guten Spruch, der heißt, man lebt das Leben vorwärts und versteht es rückwärts. Wir wissen oft erst im Nachhinein, was uns bestimmte Erfahrungen genutzt haben. Für mich ist verschwendete, wenn man so möchte, Zeit eine, wo ich nicht präsent bin, weil ich eigentlich nicht dort sein möchte, wo ich bin. Ob das jetzt im Beruf ist oder in ganz was anderem. Also wenn ich eigentlich diese Erfahrung gar nicht machen möchte und deswegen nicht mit ganzem Herzen dabei bin.
Und dann würde ich sagen, es ist Zeit zu wechseln und halt sich einer anderen Erfahrung hinzugeben. Das Tetralemma hat mir bestätigt, dass ich mit meinen Ideen nicht ganz am Holzweg bin. Schließlich will ich schon einer von meinen Karrieren dann wirklich folgen. Was hier nicht so dazu passt, ist das Kellnern. Und wenn ich über Lisas Tipps nachdenke, zufrieden machen mich Unterrichten und Journalismus schon, aber nur dann, wenn ich daneben noch genug Zeit für andere Sachen habe. Vielleicht suche ich also nicht nach einem Traumjob, sondern nach einem Traumleben. Genug übers Arbeiten geredet? Kathi hat sich hier angeschaut, wie gut das Nichtstun für dich sein kann. Und für noch mehr Videos wie dieses, lass uns doch hier einfach ein Abo da.